Ja, ich mache jetzt meinen ersten Kommentar mal auf Hochdeutsch und probieren, ob es gut ankommt oder scheiße ist. Auf der PS3 spielt Team Deathmatch auf Resistance. Ja, mit PP M9 oder wie der heißt. Ja, egal. Meine Perks sind Fingerfertigkeit, Hardliner und Stalker. Ich habe einen Taktikanstieg, einen Claymore und PPM9 oder so, ja. Dann hast du den ersten Kill, den Starter. Ja. PPM9 mit Schalldämpfer. Ja, hier mache ich den Taktikanstieg, finde ich einen guten Spawnort. Schön in der Mitte von der Map. Das sind Skill auf weggeleitet. Ich habe noch einen Taktikanstieg gekillt. Ja, nein, konnte Drohne. Dachte, er wäre ein, aber ist er unten ein. Habe ich den ja vorhin gesehen, mich nach, aber ist er schon tot. Dann, ja. Im Sekundär habe ich FMG, oder so, wie das heißt. Akimbo. Dann, hier macht er einen Headshot. Dann werde ich leider genugtubed. Sachen gibt's. Mach ich noch einen Tag die ganze Schiene. Aber platzieren Claymore. Nein, nein, nein. Laufe rum. So wie die nächsten Gegner. Die Welt finde ich eigentlich. Nein, es geht. Durchschnittlich finde ich es nicht. Finde ich nicht ganz so toll. Sich zu meiner Lieblingswelt. Aber ich hasse auch nicht. Ich finde, es geht einfach. Nicht speziell, nicht schlecht. Ja. Ich finde die Fingerfertigkeit einfach schon am besten von den extra 1. Da wollte ich doch. Ja, doch. Ich finde eigentlich von extra so am besten. Weil man macht beste Waffen schnell, lädt schön nach, das ist dann vom besten, finde ich. Das sind mit dem Camp vom Sniper. Dann hat der Held da hinten einen Störsender, aber den suche ich jetzt und finde ihn nicht. Egal, dann gehe ich einfach weiter. Ja. Ja. Hier suche ich den nächsten Gegner. Ich brauche nur noch einen Kill von Predator. Dort werde und dann werde ich leider mit Schrot umgewichst. Das nervt. Und dafür habe ich ihn jetzt gekillt. Rache. Ah nein, das war ein anderer. Egal. Scheiße. Dann nehme ich wieder ein PP. P90 auf. Die finde ich nicht so gut. Ich finde die PP 9 besser. Weil. Also mehr Schaden verursacht oder beziehungsweise höhere Feuerrate hat. Das finde ich besser als 50 Schuss und dann braucht man etwa 30 oder 20 zu meinem Typ umlegen. Oder wenn man hier von der MG ist, braucht man nicht mehr. Gold finde ich nicht so toll. Finde ich ein bisschen übertrieben. Ja. Habe ich schon 2 Kills gemacht. Es werden auch 2 Kills für den Predator. Die Kerbe gefallen, das finde ich so ein Scheiß. Das weiß jeder, dass es eine Falle ist und macht. Dann lässt jeder das Kerbe scheinen. Und sie schon, weiß ich auch nicht, Stunde da rumliegt, dann würde ich das nicht aufnehmen. Das hat seine Gründe, dass keiner geglaubt hat. Außer bei Sterben. Da dachte ich gerade, ein Sniper will mich killen, aber doch nicht. Noch Glück gehabt. Dann hier wird er genau weggekillt von der Predator. Lauf hier rum. Nee, 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 nee.
ihn weggekillt und hier ist eine und noch einen gleichen Taktik-Einstieg-Kill. Spawn-Killing. Und hier fährt er schön, schön Drive und Schuss genau auf die Bäume durch. Wenn du Bäume schießt, versaugt man die Predator leider. Wartet hier bis dahin kommt, weil ich von einem Kill möchte nicht sterben. Daher, also ich soll mein Hand, ein Kill machen. Holen wir eine Angriffszone. Da bin ich auf das. Ja, und da ist mein Hand schon rumgeholt worden. Leider. Jetzt habe ich hier meine schöne Angriffszone. Angriffszone ist nicht schlecht. Macht noch Spaß mit der Spiel. Dann Tabs habe ich da hinten marke. Dann, dann habe ich den da gemacht. Ja, ja. Bei so einem Sekundenfälle sagt man ganz, wenn der Kinder nicht müsste nachladen, würde ich einen Schuss haben. Egal. Ja. Sonst. Ja. War ein bisschen rumsuchen. Nein. Da habe ich den gekillt, dann wird er weggekillt. Leider. Nein. Ich habe jetzt. Wir haben gewonnen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein erster Kommentar. Ja. Und schließe noch zum Schluss. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Kommentar. Es wird bald Folge. Bye.